So, Verbindung zum Internet wird hergestellt. Das erste richtige Twitch-Spiel. Twitch-Spiel wollte ich schon sagen. Nee, das erste richtige Twitch-Spiel. Internet-Spiel. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Verbindung laufen wird. Allgemein, wie die Server jetzt standhalten werden. Ich meine, es werden 40 Millionen Milliarden Menschen drauf joinen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Spiel ganz jetzt laufen wird. Es ist ein Fehler aufgetreten. Geht schon wieder gut los. Okay. Mhm. Da, 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 da. Und schon wieder ist ein Fehler aufgetreten. Warum? Jetzt müsste es eigentlich klappen. Ja, sorry, aber was war das denn jetzt für ein Fehler? Na, denkst du, du hast es drauf? Bald kannst du zeigen, was du kannst, aber nur zur Sicherheit. Fangen wir mit den Gundelang an. Ja, geht doch. Leck mich am oben. So, Visiere Ziele mit Lala auf dem Fadenkreuz. Das haben wir. Schau und erfunde das beste Übersicht zu haben. Du hast auch wieder Zeit, um die Sandwich zu wechseln. Okay, jetzt schon ist das. Drück Zeit R zum Schießen. Jo, Hammer. Hammer. Ah, ich darf mich noch nicht bewegen. Also Leute, das war jetzt wirklich doof. Das war jetzt wirklich sehr, sehr doof gewesen. Wieso das nicht ging, also ich habe einfach nur das Ding aus dem Dock rausgenommen, auf einmal ging es. Egal. Wir haben jetzt eine Viertelstunde verspielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Finde ich sehr, sehr schade. Aber so ist das manchmal. So, halt jetzt L gedrückt. Lalalala. Aber sonst haben wir noch alles richtig an. Ja, haben wir noch alles gut an. So. Ja, also, aber hey, das hier ist die Splatoon 2 Spielwelt. Springen mit Hilfe von B, auch als Tintenfisch. Ja, und mit Pro-Controller muss man, also ich spiele ganz mit dem Pro-Controller. Muss ich sagen, steuert sich das Ganze echt gut. Ne? Also nicht mehr so ein dickes Gamepad in der Hand. Und, also das ist schon nice, muss ich sagen. So, jetzt geht die Zeit wieder vorbei. Ich muss aber sagen, das neue, oh, guck mal, hier auch wieder neue Bilder und alles, oh, ist das schön. Ah, es geht endlich, Leute. Es geht. Nach 1000 Jahren geht es. Und Ende. Oh, das haben wir alles gleich gemacht. So. Was fangen wir an? Wir fangen mit dem Kleckser an. Warum wollen wir am Anfang noch Optionen vielleicht was einstellen? Farbhilfe brauchen wir nicht. Neigungs-Y-Achse. Oh, ich denke, das bleibt erstmal so. Ja, machen wir erstmal einen Kleckser. Los geht's. Die neueste Modell der Waffe. Und wir können jetzt endlich spielen. Boah. Viertelstunde nochmal mit dem Internet gequält. Ach, so ist doch schön. Ach, egal. Aber es geht los, Leute. Die erste Patrone und wir sind. Da ist Nico. Genau, wir haben jetzt eine neue Karte. Oh, wir haben jetzt 108 Sekunden. Warte schon auf 100 Sekunden. Und der Kampf beginnt. Okay, das ist alles das gleiche. Vom Prinzip her ist alles das gleiche wie das alte Spiel. Also wie eins. Gleiche Ladezeiten. Der Text kam ein bisschen später. Und das haben sie jetzt ein bisschen neuer gemacht, so. So, da sind wir. Wir sind natürlich nur mit Japaner unterwegs, natürlich. Und es geht los. Oh, ich habe schon gleich die Map gedrückt. Nein, ich will die Map nicht. Wie kann ich die Map wieder wegmachen? Okay, mit B oder so. Okay, dann wollen wir mal wieder alles vollspritzen. So, hiermit gehen wir wieder schön. Boah, ist das geil mit dem Pro-Controller. Mit dem Pro-Controller Motion Control. Das ist schon richtig geil. Das fühlt sich auch richtig gut an in der Hand. Alter Schwede. So, wir haben Bomben bereit. Da müssen wir wieder reindrücken und Verbindung wird unterbrochen. Well, naja. Gut. Lag's jetzt an mir oder an den? Ich sag mal an den lag's. So, komm, nochmal Kleckser. Ja, dankeschön. Kämpfe werden gesucht. Bim, bim, bim. Dankeschön, so. Jetzt sind wir mit ein paar anderen Leuten dabei. Also mit X. Okay, haltet Lala drücken, drücke dann zu den oder den Teammitglied. Verstanden. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus, dass es so ein bisschen so nach links rein neigt, sich so der Text. Das sieht ganz schick aus, muss man sagen. Also, dann fangen wir da mit der Muskelbude. Geht ja auch. Die Anfänge sehen auf jeden Fall sehr viel schöner aus. Oh, jetzt aber bitte. Oh, der Anfang war auch richtig schön mit diesem knalligen Feuerwerk da. Oh, da haben sie schon echt viel gemacht hier. Ich frage mich, ob die Grafik sich auch ein bisschen geändert hat hier in dem Spiel. Ich denke mal schon ein wenig. Aber da müsste ich jetzt Vergleichsvideos sehen und das sonst sozusagen. So kann ich das gerade leider nicht bestimmen. Aber das spielt sich mit dem Pro-Controller echt erste Sahne. So, jetzt können wir hier ein Ziel erfassen. Und ich habe die dann mal das Ziel erfasst mit den neuen Special-Weapon. Ich kann es halt gerade nicht so gut lesen. Der Text ist ein bisschen kleiner auf dem Bildschirm. Okay, der Text ist echt ein bisschen kleiner auf dem Bildschirm. Ein bisschen kleiner als sonst. Hoffen wir mal, dass wir den später noch ändern können. So ein bisschen die Größe. Obwohl es natürlich so ein bisschen geil halt auch ist, ne? Aber es ist dann doch schon ein bisschen klein, weil ich doch ein bisschen weit weg sitze von meinem Fernseher. Und mit dem Handheld-Modus möchte ich, Tischmodus möchte ich jetzt nicht unbedingt spielen. So.
Komm schon, ich will meinen ersten Kill machen. Meinen ersten Kill? Oh, ich krieg den ersten Kill nicht. Schade, dann gehen wir erstmal so runter. Dann gehen wir erstmal so runter hier. Jetzt hier, du, komm. Oh, ich sehe gar nicht. Alter. Oh, Alter, Alter, Alter. Wo ist er? Der ist weg. Okay. Was mir auffällt, man kriegt jetzt sehr oft irgendwie diese Farbkleckse im Dings gerade ab. Machen wir wieder dahin. Wunderbar. Aber man sieht sehr oft die Farbkleckse. Und Hallöchen, Jeremy. Hallöchen. Man sieht sehr oft die Farbkleckse hier, muss man sagen. Hier, komm, komm, komm. Meister Kill. Ach, komm schon, Meister Kill. Ich will meinen ersten Kill haben. Okay, jetzt sind wir die Farbkleckse da. Ah, er ist unten. Also bei der Steuerung kommt man wirklich sehr, sehr gut am Anfang zurecht. So, dann habe ich den ersten, ich habe die Marie erledigt. Sehr schön. Unsere Mary ist das bestimmt nicht, aber eine Marie ist ja auch was. So, was ich auch sehr schön finde, dass jetzt der Timer so ein bisschen mittig ist. Allgemein so, dass das ganze Layout nochmal ein bisschen geändert worden ist. Ein bisschen verschönert gemacht worden ist. Und die Maps lassen sich auch gut spielen. Also, na gut, das ist jetzt erst, also die zweite Map der von Zweien. Das ist ja hier gerade die Muskelbude. Ne, Maskelbude. Okay, da haben sie auch wieder die gleichen Animationen gelassen. Oh, ich gehe vorhin gerade ein bisschen ab. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Aha, komm ich nicht ran. Schade. Ich glaube, ich werde gerade vorhin verfolgt. Ich werde mal von oben verfolgt jetzt aber. Komm, komm, komm. Sehr schön. Allein, dass man dieses große Gamepad nicht mehr braucht, das ist der Wahnsinn. Ich schade, dass das Wii U Pro Controller kein Motion Control hatte. Weil damit hätte es noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht, meiner Meinung nach. Ich meine, ja gut, man braucht das Gamepad halt, um... sonst kann ich mir jetzt hier aussuchen, wo ich hinspringen möchte. Das ist ja lustig. Kann ich jetzt also sagen, ich möchte jetzt hier hinspringen oder auch nicht? So, ich springe mal dahin. Und dann springen wir auch schon hin. Und gleich gestorben. Gut. Das war nicht so gut. Aber immer etwas. Rufe mit X die Karte auf. Okay, das ist klar. Ja, ja, klar. Wie kann ich die wieder zumachen? Mit X. Okay, der X-Knopf ist halt jetzt die Karte. Aber ich meine, die haben ja was geändert. Ich meine, der X-Knopf war damals Spring gewesen und das war's. Ende. Aber es sieht doch schon schärfer aus, muss man sagen. Ne? Guck mal, jetzt kann ich nochmal die Karte öffnen, wenn ich möchte. Ah, ich kann mir dieses allgemein anschauen fürs Ende nochmal. Ah, ist ja richtig gut dann. Guck mal, kann sich nochmal die Karte anschauen zum Schluss. Sehr schön. Ja, wunderbar. 1-2. Das kann man doch mal machen. Ich sehe, dass man die Karten öffnen kann die ganze Zeit. Noch ein Kampf, natürlich. So lange wie es geht, mein Lieber. Ich will mal mit X springen zum Drücken. Genau, ich glaube, meinst du nicht, weißt du, 1, der X-Knopf für springen? Ich meine, ja, ne? Ist ja schon also, interessant, dass man das jetzt hier geändert hat. Aber bisher macht Spaß, aber kein Wunder, dass ja auch ein neues Spiel. Aber ich würde jetzt, irgendwie würde ich ganz gerne lieber am Fernseher rangehen, aber na gut, dann sind wir halt ein bisschen weiter weg. Fair möglichst viel ein, natürlich, Revier kam fair möglichst viel ein. Das haben sie auch ein bisschen schöner jetzt gemacht, ein bisschen mit Grafiken. Davor war es einfach nur so ein langweiliger Text, also war auch schon ein schöner Text gewesen. Man muss ja mal ein bisschen auf die Visuals achten, auf das GUI und so. Und ja, ja, jetzt haben wir mal den Song, den ich schon die ganze Zeit im Hauptmenü gern gehört habe, der sich richtig gut anhört. Natürlich muss man gucken, wie sich die Maps noch entwickeln. Also das sind jetzt halt so Standard-Maps. Ich meine, das ist halt auch noch Standard-Modi. Ich bin sehr gespannt, wie das hier mit, ob es überhaupt noch mal Chum-Kommando und Herrschaft zurückkehren wird. Oder Operation Goldfisch, weiß man ja nicht. Vielleicht haben sie halt ja auch geändert. Und ich habe den getötet, sehr schön. One-to-one-Kill, wie immer. Gehen wir mal zu den, da. Da will ich hin. Okay. Da ist ein Sniper. Der kann jetzt auch seine Charges aufladen während deiner Tinte ist, was ja vorher nicht möglich war. Da sind sie nochmal ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, wieder ein bisschen mehr gebalanced worden, würde ich jetzt mal sagen. Okay, ich krieg jetzt hier ein bisschen was ab. Schnell weg. Auch jetzt hier schön so eine Brücke. Sehr schön. Ich weiß, es ist nicht so, eine Brücke und so, aber so als Feature ganz nett. So, wo tun wir jetzt mal hin? Hier, da, so. Da, Ziel erfassen, go, go, go. Jetzt ruhig weg. Oh, hat mich nicht getroffen. Haha. Das Schöne ist jetzt auch bei dieser Global Test Player, da spielen auch sehr viele Veteranen mit. Und das merkt man halt auch, ne? Also, die sind nicht mehr so wie damals, wo man damals noch wenig gesprungen ist und alles. Und jetzt haben wir, glaube ich, wieder ein paar. Das ist halt ein Verbindungsproblem. Also, der steht hier gerade rum und der hier steht gerade auch rum. Das ist wieder mein Problem. Na, meine Verbindung wird unterbrochen. Ob es an meiner Stelle liegt, das weiß ich noch nicht. Wir haben auf jeden Fall keine Frame Drops. An mir kann es, glaube ich, nicht liegen. Ah, jetzt hast du ja auch das Spiel aufgegangen, das ist auch schön. Ja.
Naja, dann hast du noch kurz geklärt. Gut, aber das ist eigentlich ganz gut. Dann kommen wir mal jetzt die... Oh, Klecks Doppler heißen die im Deutschen. Schade, das Blatt-Dulis fand ich echt lustig als Namen. Wir probieren mal dieses Klecks, dieses Blatt-Dulis aus. Mit dieser neuen Waffe kannst du mit Waffen in beiden Händen gleichzeitig Sinter versprühen. Drücke B während des Feuerns mit CDR, um in die momentane Blickrichtung zu rollen. Damit kannst du bis zu zweimal hintereinander rollen. Das ist auch eine sehr, sehr schöne neue Mechanik. Das Rollen. Viel schade, dass es nur dabei diese Waffen das gibt. Aber vielleicht gibt es ja noch mehrere Waffen, wo man noch andere Aktionen ausführen kann. Wäre cool auf jeden Fall. So, Spieler wurden gesucht. Oh, das Splatoon wird toll im Sommer, Leute. Das wird einfach schön. Da freue ich mich wieder drauf. Allein so werden diese ganzen Splatfests, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, vielleicht werden sie es ja umbenennen. Weil allgemein wird sowas, die haben ja sowas angekündigt, wird es auf jeden Fall wieder geben. Und ja, wir haben einfach Fertiggerichte den Kraftschmecken haben bekommen. Oh, das ist ja doof. So, das wäre die Molluskobude. Kann sein, dass sich die Farben... Oh, sie haben nur 3 gegen 4, okay. Kann sein, dass hier die Dinger sich hier nach den Farben orientieren? Ne, kann gar nicht. Oh, ich mache gerade die ganze Zeit hier... Nein! Okay. Warte mal, mit R roll ich jetzt? Und wie springe ich? Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Ah, ich kann mit dem Ding gar nicht springen. Kann ich nicht mehr springen mit den Splatoolies? Ist das richtig? Das ist ja interessant. Also ich kann mal die Wichs... Was mache ich mit A? A mache ich gar nichts. Gut. Und damit kann ich einfach nur so hingehen. Und wie komme ich jetzt nach oben? Ah, ich kann immer noch. Hä? Ah, von mir wurde wieder unterbrochen. Cool. Ich meine. Nico, ihr habt dich nicht vermisst. Oh. Wir haben die Küche mal warm genannt. So, komm doch mal in die Klecksdoppler. Achso, drücke B während des Feuerns. Ach, dann kann ich nicht springen. Jetzt habe ich das gerade gelesen, richtig. Tut mir leid, da an der Stelle. Habe ich dann nicht ganz richtig gelesen gehabt. Ne? Gut, jetzt geht's wieder los. Jetzt fangen wir die Feuerungsprobleme an. Komm. Einer. Wir wollen rein. Da, siehst du, geht rein. Also ich habe jetzt erstmal gefixt, mein Problem. Das finde ich gut. So, nochmal die Splat-Doppler probieren. So, die neuen Leute. Ich muss sagen, es ist ein bisschen komisch, dieses Pfeil da. Ich hätte lieber, dass das dann gelb wäre, mein Name oder so. Ich hatte gerade auch einen Disconnect. Okay, es ist klar, dass es wieder Disconnects gibt. Und das ist halt auch Suchvorgang. Diesmal nicht mehr suchen. Ich glaube, warum heißt es suchen, ne? Bei Splatoon 1, ne? Das kann gut sein. Spieler werden gesucht, einer noch. Ja, wow, wieder rausgeflogen. Weil ich irgendwie auch komisch finde, dass wir mal wieder neu geschaffelt werden. Jetzt wurde ich die Verbindung auch unterbrochen. Okay, kommen wir jetzt langsam an die Probleme, wie beim letzten Mal, bei den letzten Splatfest. Ich durfte in Schleim schaffen, das hat sich wie ein Bett angefühlt. Das war steinhart. Oh, da war ja gerade richtig die funky Musik. Ich finde auch dieses neue Design interessant, dieses, wie nennt man das denn mal? Dieses Hängen, also dieses Preisschilde hängen mit diesem, ne, diesen Clip da oben dran. Das ist ein interessantes Design, muss man sagen, ne? So für was man halt auch so für diese, auch bei den Amiibos halt hat oder halt allgemein, wenn man was anhängen möchte. Sieht schon alles echt ganz cool aus hier. Okay, wer hat die Muskelbude? Und diesmal sind die hier gelb. Hier die Wände. Okay, das heißt, die färben sich mit der Farbe. Ich will jetzt mal sagen, weil die anderen sind ja, nee, sind blau. Dann halt die Trittfarbe, die man einstellen konnte. So. Okay, das heißt, wenn ich schieße, kann ich in der Luft, ich kann in der Luft dashen. Gut zu wissen. Also ich finde halt, das ist halt, Also ich darf mit den Splatoolies dann nicht beides gleichzeitig machen. Das ist interessant. Okay, ich habe keine Tinte mehr. Ha, getroffen, sehr gut. Was haben wir da? Wir haben da irgendwie eine neue Anzeige, habe ich gerade gesehen gehabt. Das Ding ist bereit, wir haben Feuer frei. Komme ich auch ein bisschen höher? Ich glaube, ich war jetzt nicht hoch genug. Wie komme ich denn höher? Okay, jetzt kommen wir an meinen normalen Platz zurück. Ich wusste gerade nicht, wie ich... Oh, jetzt bin ich voll in den Roller reingeknallt. Okay, warte mal, wir gehen mal zu Oscar. Muss ich da gedrückt lassen? Nee, muss ich nicht. Ich habe irgendwann falsch gedrückt. Tür hast du oft, Nico? Wenn du welches hast, ich will da leider nicht so oft, leider.
Das ist leider ein bisschen Funkstille. Ich versuche immer ein bisschen, aber ich muss halt mal gucken, was lohnt sich und was lohnt sich nicht. Komm, wo bist du? Wo bist du? Da ist er hin. Okay, warte, warte, warte. Brauche ich Unterstützung, Leute? Ah, ist mir runtergefallen. Okay, Spadulis, was habe ich denn hier? Achso, das sind meine zwei. Ach, das sind meine. Achso, wenn ich da halt so ein bisschen so mache, dass die sich dann. Aha, die sind auch so ein bisschen im Kreuzfeuer dann. Habe ich. Sehr schön. Hoch, hoch, hoch hier. Also ich kann nur selber. Okay. Wie kann ich das denn steuern? Warum kann man die Höhe nicht steuern? Ich weiß es nicht. Das alles war scheiße, außer ein paar Sachen. Ja. Achso, das Essen. Okay, ich verstehe schon, Justin. Aber wie kann ich denn höher mit der Waffe, oder kann ich gar nicht höher gehen? Warte. Ah, jetzt sind sie irgendwo weg. Na komm. Ah, ja, haben wir. Sehr gut. Da ist jetzt so eine Anzeige. Ich glaube, das ist die Special-Dings, ist das. Wenn wir nämlich aufladen, dann ist das so eine kleine neue Linie. Wo habe ich die Special-Waffe, nicht die Special-Waffe, die Subwaffe habe ich noch gar nicht genutzt. Ja, hab doch noch was vergessen. Das benutze ich halt auch nicht oft. Genau, da sieht man da, ich glaube, das ist nämlich die Sub, genau, so viel benutzt man für Sub-Weapon. Ne, nicht ganz, man muss irgendwie mehr. Ich glaube, das ist einfach nur die Hälfte angezeigt, dieser neue weiße Strich. Sehr schön. Richtig cool hier. Komm schon. Habe ich. Und jetzt wieder hoch. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich nach oben komme. Ich glaube, das war automatisch, ne? Will ich jetzt mal behaupten. Oh, ich habe den noch erledigt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn ich wohl bei Josh mal die Antwort geben, ob man noch mit den Dingern irgendwie höher fliegen kann. Aber so wie es für mich aussieht, nicht. So, und da muss ich, also ich verdurte es, dass man halt mit B rollt, wenn man schießt. Muss man sich daran gewöhnen. Aber sonst, ja, ganz nett. wie sie sich freut. Sehr schön. Ach, da war auch der Disconnect gehabt. Natürlich möchte ich noch einen Kampf. So viele wie geht hier, mein Lieben.